Late Night Gifters, Alter. Vielen, vielen. Oh, ey, die spawnen hier schon, das ist schlecht. Ja, ja, hab ich gesagt, die spawnen da. Freunde, passt auf! Du musstest. Das ist richtig schlecht, ich bin wieder gestorben. Da war alles voll. Das muss doch ausgeleuchtet bleiben, bis wir anfangen. Aber das ist gut, das bedeutet wenigstens, dass die Farm gut funktionieren wird. Ja, moin Leute, wir haben jetzt den Block gefunden, der alles verändert. Für unser Riesenprojekt, und zwar den riesigen Warden. Und zwar bauen wir den ja aus Skalk. Das ist Skalk, wenn man den abbaut, hat man den im Inventar. Hier, zack, Skalk. Wenn ich ihn so abbaue, dann kriege ich Erfahrung. Ist auch nicht schlecht. Also eigentlich haben wir auch eine XP-Farm, wenn wir sagen, wir bauen das Scheiß so ab. Wir haben eine riesige Mob-Farm gebaut, wo all die. Oh, Scheiße, der schießt schon wieder auf mich. Bis ganz nach oben sind überall Mobs. Die fallen runter. Die werden von dem Wasserstrom nach unten geströmt. Fallen dann hier runter. Sammeln sich dann hier in diesem Becken. Die werden alle verbrannt. Oh, ist das befriedigend. Scheiße. Und die XP von diesen Mobs wird quasi in diese Blöcke hier verwandelt. Und die werden dann abgebaut. Und mit diesen Blöcken bauen wir dann den riesigen Warden. Und diese Blöcke hier, die entstehen, wenn... Also ihr seht das jetzt gleich, wenn ich es mal abbaue. Durch Cobblestone entstehen die. Wir müssen jetzt hier noch gleich ein kleines Auffangbecken bauen. Und wir haben das Problem, dass hier noch ein paar... gerade leben hier gerade noch ein paar Scheiß-Hexen. Die werden auch... Ich hätte auch gern, dass die tot sind. Ist krank, ja. Ist krank. Genau, wir brauchen 127.000 von diesen Blöcken hier. Von denen hier brauchen wir 127.000. Deswegen muss das hier ganz geil funktionieren. Ich muss jetzt erstmal mich hochbauen und die Dings hier fertig machen. So, jetzt ist quasi auch pausiert. Aber das Auffangbecken muss halt hier runter, ne? Ich muss da einmal runter und hochbauen. Sterbe ich jetzt? Wieso kann ich das nicht nach oben bauen? Das ist doch schlecht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, scheiße. Das war's. Ich baue das Ding wieder ab. Okay. Einmal Skalk daneben. Ja, und dann? Dann baue ich Stein daneben. Oh, vielleicht ist es doch nur ein Anzeige. Alter. Holy shit, Max. Alter, was ich? Diesen Blaseneffekt, der da so runterkommt. Der muss aber ja schön hier weitergehen. Ein paar Screenshots gemacht. Oh mein Gott, ach, das ist es. Wir können alles einsammeln. Guck mal, wenn wir, das funktioniert auch mit dem Skalk-Block. Und dann können wir auch drumherum die Hopper bauen. Dann können wir alle Items einsammeln. Herfahren und das einsammeln. Also, nochmal Cobble Deep Slate. Das wird, pass auf, muss so verstellen, das wird hier unten einen Giga-Cleanstone-Generator, der 10 Steine gleichzeitig parallel aus dem Nichts generiert. Alle Materialien, die du brauchst, hier. Das ist ja dann stark eigentlich. Ich denke, dass wir alles hier haben, ja. Also die Lava-Eimer hast du mitgebracht schon? Die waren ja, die irgendwo. Ja, war mein Call, die Lava-Eimer, sagst du? Das war das Call aus meiner Lava-Farm. Das stimmt. So, und wenn wir jetzt einfach hier oben dran gehen würden, ne? Dann kriegen wir Stück für Stück Stein raus. Alter, tatsächlich. Der schiebt sich dann in die Mitte. Da ich das jetzt nicht über eine Glock mache, kann halt sein, dass Cobble entsteht, aber sieht gerade noch gut aus. Und dasselbe mache ich jetzt parallel auf der anderen Seite, mit von beiden Seiten Stein rangeschoben. Geil. Und dann stellt man sich hier hin und baut es einfach ab. Genau, aber nicht nur so. Ich habe da so gemacht, dass du full AFK da stehen kannst und du wirst die ganze Zeit durch einen Honigblock, also der wäre noch ganz geil, da kann man sich, oh, jetzt geht's aber los hier an der Seite. Dann müssen wir jetzt auch wieder ein paar Buttons setzen, damit das jetzt nicht spreadet und so. Das Einzige, was halt dann noch fehlt sozusagen, ist eine Sammelstation. Skalk fällt ja dann, er steht hier und baut das ab. Das fällt runter und hier unten müsst ihr A, entweder einen riesen Hopperberg wieder machen, Trichter zum Einsammeln, oder ob er Minecarts hier langfahren, das Einsammeln. Aber Minecarts sind scheiße. Matra, ich habe auch ein Bauprojekt, was ich mit dir angehen will. Oh, sag's mir. Die Todesbimmelbahn. Die Todesbimmelbahn? Was passiert, wenn man einsteigt in die Todesbimmelbahn? Meine Idee ist, wir bauen drei Bahnstrecken, ne? Eine von denen, die führt in ein Todesloch. Und die anderen zwei führen zu Diamanten. Zum Beispiel. Und du sagst, du fährst gar nicht, oder du sagst, du fährst. Wir wollen die Items auch haben. Also es wäre doch übel scheiße für die ganzen Items. Da sind schon viele Items drin, Spark. Guck mal, das nur von jetzt gerade. Das nur, wenn wir hier dumm ein bisschen gebaut haben. Ist chillig. Ich glaube, ihr braucht keine Gunpowder-Farm, ne? Ja, ja. Was bringt das? Das ist der neue krasse Block. Seht ihr das? Oh, jetzt hat alles jetzt geskalkt. Jetzt hat's geskalkt. Wenn Sachen sterben, verwandelt sich normaler Stein zu Skalk. Und aus diesem Skalk, dieser neue Block, der nur entsteht über Leichen, das ist das Coole an dem Block, daraus bauen wir unseren gigantischen Riesenwurm. Ist das schlecht, dass sich das nach oben ausbreitet? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, dann geht die Energie nicht noch. Dann geht die Energie falsch. Die Skalk-Energie muss immer nach unten in unsere Steine gehen. Jetzt geht sie irgendwie nach oben in die Gläser. Wir können Knöpfe an das Glas innen rundum machen, dann breitet sich das da nicht mehr aus. Du brauchst halt Silk Touch, sonst kriegst du es nicht, ne? Hast du Silk Touch? Ich hab eine leider nur mit Fortune drauf. Ich wollte nur einfach mal testen, wie schnell die das abbaut. Aber das ist auch eine XP-Farm, weil wenn du ohne Silk Touch abbaust, kriegst du XP raus. Das stimmt. Was ist denn das? Wieso verbreitet sich der Scheiß nicht? Das verstehe ich nicht. Guck mal, man sieht richtig die Energie nach oben fließen. Die Energie soll aber nach unten fließen. Ja, okay. Ah, warte, wir können auch vielleicht einfach eine Reihe Glas wegmachen. Fertig. Guck mal, wir können die Reihe Glas einfach wegmachen. Wird denn die Spinnen raus? Nee, die sterben. Passen da nicht durch. Geht das immer noch nach oben jetzt?
Geht sogar nach außen. Ich könnte heulen. Ja, wir müssen da Knöpfe ranmachen. Von innen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ohne dass die Mobs, die da runterfallen, mich instant ficken. Das breitet sich hier überall aus. Eure ganze Farm ist einfach befallen. Warte, ich krieg das mal in den Griff. Ich probier's. Wir haben hier schon 2,5 Stacks. Also, wir brauchen nur 35 Doppelkisten oder so. Nein, nimm vor uns 2. Ja, ja. Der Scheiß breitet sich überall aus, ich fasse es nicht. Stellt euch mal vor, wir bauen genau in der Mitte von der Craft-Attack-Welt und dann breitet sich das aus, böse. Oh, warte, magst du mir, du hast mir noch nicht das Essen gegeben. Du sagst immer, du hast welches für mich, aber du gibst es mir dann nicht. Aber alles, ich hab jetzt, ich kann nicht mehr. Mehr kann ich nicht droppen, es geht nicht. Ach, das, 5, 6 Melonen. So Melonen, Alter, das ist so scheiße. Ich dachte, du hast gutes Essen. 5,5 Stunden die Skalk-Farm von heute Morgen. Heulig. Ich bin in die Luft. Jetzt ist die Scheiße am Dampf, Humatra. Humatra, die dampft! Sie dampft doch! G-Time, rette mich. Bitte, G-Time. Ich will sofort meine Hose wieder. Es regnet Mobs, das war's jetzt, Humatra. Regnet Mobs, das ist ja, bitte, ich brauch doch einfach nur meine Hose zurück, damit ich das zumachen kann da. G-Time, du hast meine scheiß Hose noch, bitte. Es kommen jetzt unendlich viele Creeper und Bogenschützen und Hexen. Ich will das, der nächste über die. Achtung, Humatra. Ja, ja, hier liegt deine Hose hinten. Ich geh weg, ich will nichts mit eurer komischen Farbe zu tun haben. Die ist so am Dampfen. Zu schnell, Strobel, der war viel effizienter die letzten 2 Stunden. Das haben wir gar nicht probiert. Gerade fallen die runter und sterben am Lagerfeuer. Aber wenn wir diese Spikes bauen, die du hast mit deiner Spike-Farm, dann kriegen die doch 10-mal so viel Damage. Weil guck mal, die dumme Bitch lebt immer noch, obwohl die Fallschaden kriegt und auf einem Ultra... Ja, aber guckst du dir doch an, wie sie da steht, Alter. Die denkt, es ist Halloween. Guck mal, alles stirbt innerhalb von einer Sekunde und sie chillt da einfach. Also die hat auf jeden Fall Schmerzen. Egal, wie man es redet und wenn, sie hat Schmerzen. Aber sie lebt. Sie lebt, aber hat Schmerzen. Sie kann sich nur selbst von ihrem Schicksal erlösen, das macht sie aber nicht. Die Farm ist fertig. Wir haben es gepackt, die Farm fertig zu bauen. Selbes Prinzip. Nee. Die Mobs sterben. Es verwandelt sich der Stein, verwandelt sich in diese Blöcke. Die bauen wir ab. Und damit man nicht stuckt. Ja, oh Mann. Damit man nicht stuckt, wird man hier die ganze Zeit von dem Block von links nach rechts geschoben. Den Abfall, es ist kein Abfall, es ist ultra krass. Wir haben einfach Gunpowder und alles mögliche hier. Gut, Gunpowder hat Max jetzt schon genommen. Und hier unten haben wir dann den Honigblock, auf dem man draufsteht. Und hier wird der Skalk reingelagert. Und damit wäre die Farm jetzt erstmal fertig. Sie sieht nicht unbedingt richtig geil aus. Sie ist auch nicht 100% effizient, aber sie funktioniert. Und das ist alles, was zählt. Und das komplett AFK. Und an der Stelle, Max, danke dir für die 20 Subgifts, Max. Maschallah. Und das ist die Farm. Die läuft jetzt. Und sie läuft besser, wenn weniger Leute auf dem Server sind. Dann läuft sie viel, viel besser. Weil dann, ja, dann wird's krank. Wenn weniger Leute auf dem Server sind, wird's doch krank. Genau, und dann kann man hier richtig durchfarmen. Und dann kann man vielleicht auch mal eine Hoe benutzen und so richtig durchdrehen. Oder was wir noch machen können, wir könnten diesen Turm nochmal daneben bauen. Das wäre natürlich auch heavy. Wir müssen ihn nur nochmal daneben bauen. Genau, und ich will dann noch eine riesen Kelpfarm bauen, weil Kelpfarm ist auch sehr einfach und das schmelzen wir dann in 2-3 Öfen. Dann haben wir 3 XP-Öfen. Hä, seit wann Humatra hier einfach Minecraft-Pro? Was ist denn aus dir geworden? Was ist ich hab mich schlau gemacht. Wenn's losgeht, mach ich mich schlau. Vorbereitung ist das Wichtigste, Höhli. Das kennt... Ja!